einige werden jetzt sagen, oh mein Gott, Heidi, was hast du dir da für einen Scheiß bestellt? Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Fashion Haul für euch, passend zum Herbst, zu diesem schönen Wetter, wollte ich euch ein paar Schätze zeigen. Allerdings habe ich jetzt nichts Großartiges aufgebaut, also sprich Ton und Licht, denn ich möchte das Video so schnell wie möglich online stellen, da ich was Reduziertes dabei habe und euch die Schätze unbedingt so schnell wie möglich eben zeigen möchte, damit ihr auch die Möglichkeit habt, euch das genauer anzuschauen bzw. dann auch die coolen Sachen abzugreifen. Also ich finde sie cool und ihr habt mir auf Instagram ein richtig krasses Feedback zu ein paar Sachen gegeben und deshalb habe ich mir gedacht, drehe ich ganz schnell dieses Video ab. Wir starten jetzt auch direkt durch. Sorry, falls ich irgendwann mal außer Atem sein werde. Ihr wisst Bescheid, hier ist ein Baby drinnen und es wird alles ein bisschen beschwerlicher. Aber ich gebe natürlich mein Bestes und zeige euch jetzt eine meiner liebsten Kombis, die ich durch Zufall auch auf Instagram getragen habe, also auf Insta-Story habe ich euch begrüßt. Und dann ist mein Postfach fast explodiert. Also ihr habt dieses Outfit total gefeiert. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, nehme ich es gerne hier mit auf. Und zwar dachtet ihr alle, dass es ein Kleid ist. Nein, es ist einfach nur ein Pulli. Ich habe den einfach größer genommen und zwar in M und habe eine blickdichte Strumpfhose angezogen. Und man könnte natürlich an der Taille auch noch einen Gürtel quasi dran machen und es so tragen. Aber ich wollte eigentlich den Fokus mehr auf meinen Mantel bzw. auf meinen Schal lenken, sodass ich das weggelassen habe. Und wie gesagt, ihr dachtet alle, dass das ein Kleid ist. Dieser Pulli, der ist von Naked. Wie gesagt, Größe M habe ich genommen. Jetzt kann ich den natürlich nicht mehr ewig tragen, weil der Bauch ja noch wächst und das Ganze so ein bisschen nach oben rutscht. Dann wird es ein bisschen zu kurz, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber jetzt werde ich den auf jeden Fall noch ein paar Mal tragen. Der Mantel, von dem ich gerade erzählt habe, den ihr so gefeiert habt, ist wirklich so, so wunderschön. Ich hatte für den Preis noch nie so einen hochwertigen und schönen Mantel. Und zwar ist es dieser hier. Der ist einfach vom Material, von der Qualität wirklich so, so hochwertig. So kuschelig weich und ich trage den einfach unheimlich gerne. Der kostet, ich glaube, knapp 40 Euro, also lasst mich nicht lügen, 34,99 oder 39,99 und ich habe für euch noch einen 20% Rabattcode ergattern können, was mich natürlich total gefreut hat. Setze ich euch gerne unten in die Infobox. Das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Ich möchte es nur ganz kurz dazu sagen, aber ich habe eben gemerkt, dass ihr ja, den Mantel auch so sehr gefeiert habt und deshalb sage ich es euch sehr gerne dazu. Ich habe Größe M genommen. Ich sage euch die Größen einfach nur mal dazu, damit ihr ungefähr wisst, ne, wie ihr das dann am besten für euch ja, handhabt. Ne? Ich bin völlig außer Atem. Es gibt verschiedene Farben. Größe M habe ich für mich genommen, weil ich den einfach oversize tragen möchte und dann, wenn das Baby da ist, ist es ja Winter und wahrscheinlich dann eher kalt, sodass ich ihn dann wieder für den Übergang im nächsten Jahr tragen werde mit Pulli und das Baby eben vorne drin, sodass ja, ich trotzdem noch so ein bisschen das Ganze zumachen kann. Dann machen wir weiter mit einem Outfit, das ich so genial fand, als ich das auf der Internetseite gesehen habe. Und zwar diese Hose hier mit diesem roten Streifen und diesen Druckknöpfen hier. Allerdings kann man die nicht öffnen, was nicht schlimm ist. Aber was mir besonders gut an dieser Hose gefallen hat, ist, dass sie hier diese Bügelfalte hat, die genäht ist. Also man muss dann quasi nach dem Waschen das Ganze nicht extra bügeln, dass die Bügelfalte wieder da ist, sondern die ist immer da und das finde ich halt richtig genial. Und in Kombi mit dieser Bluse hier habe ich mir gedacht, sieht es bestimmt richtig gut aus. Also entweder schick getragen mit Schuhen, die ich euch gleich zeigen werde, oder eben Sneakers, die eben sehr sportlich sind. Das Ganze kann man dann eben auch variieren mit dem Top, das man drunter trägt. Ne, entweder ein Spitzentop oder wie gesagt etwas ja, sportlicherem. Und ich finde die Bluse halt ideal dann zum Stillen. Also ich muss dann quasi das einfach nur so ein bisschen auf Seite klappen und dann kann ich das Baby stillen. Auch jetzt dann ideal für die Feiertage. Deswegen habe ich mir gedacht, ja,
als schickere Variante dann hier das Ganze auch so umgeschlagen. Mir hat es halt super gut gefallen. Ich wollte euch eigentlich da zum Close-Up abdrehen, habe es auch versucht, aber mir hat am Bauch so viel gefehlt, sodass ja, das Bäuchlein rausgeschaut hat und das Ganze dann nicht ganz so toll ausgesehen hat. Deswegen habe ich euch das Bild eingeblendet, das ich auf der Internetseite gesehen habe. Und irgendwie habt ihr mir ein richtig krasses Feedback zu der Farbe Rot gegeben. Also irgendwie immer, wenn ich den Pulli getragen habe, kamen ganz, ganz viele Nachrichten, dass mir Rot so gut steht, vielleicht auch wegen der schwarzen Haare. Also Rot mag ich schon sehr gerne, aber irgendwie wurde mir das da dann nochmal bewusst. Ich habe natürlich auch ein paar rote Sachen, aber den Pulli hier, den muss ich euch unbedingt zeigen, weil der ist echt genial. Und zwar hat er hier vorne, eigentlich ist es hinten, ein Knoten. Ich trage den aber so nach vorne. Wie gesagt, eigentlich müsste man das so tragen. Da finde ich ihn dann aber eher, ja, schlicht. Aber ich wollte eben ein bisschen was Spezielles. Und ich trage da einfach einen Spitzentop drunter und mag den eben super, super gerne. Dann habe ich mir noch diesen hier, auch in der roten Variante, bestellt. Und zwar sieht er so aus. Das ist auch Größe S. Also die fallen schon etwas weiter aus, also das Bäuchlein passt noch rein und ich habe ja jetzt echt nicht wenig Bauch. Und ich kann diese Sachen dann aber auch, nachdem das Baby dann auf der Welt ist, trotzdem noch tragen. Also darauf habe ich eben geachtet. Das ist keine Schwangerschaftsmode, einfach weil es dann zu schade ist, wenn man das dann danach einfach auch nicht mehr tragen kann. Und deshalb ist es dieser rote Pulli hier geworden. Wie gesagt, den habe ich jetzt hier auch in Weiß. Off-Shoulder mag ich ja super gerne. Haben mich auch auf Instagram ganz, ganz viele gefragt, woher der denn ist. Und wie gesagt, der ist auch von Naked. Ja, dann machen wir weiter mit einem Pulli. Und zwar fand ich den auch richtig, richtig schön auf der Internetseite. Der hat hier eben ja dieses, ja, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, Detail. Dass da halt diese Teile hier sind, diese Knubbel. Was für eine Beschreibung. Den kann man super gut kombinieren, eben auf eine Jeanshose oder eben auch auf eine Stoffhose. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist sehr kuschelig und kratzt nicht. Also da könnt ihr auch nichts falsch machen. Dann habe ich eine Hose hier noch. Und zwar, wartet mal, was habe ich denn bei dem Pulli für eine Größe? Auch Größe S. Und schaut mal, wie groß der ist. Der ist schon echt riesig, ne? Ja. Also die fallen schon groß aus, die Sachen. Da habe ich diese Hose hier, da habe ich 36 genommen, da komme ich jetzt leider nicht rein. Aber mir gefällt es auf der Internetseite total gut, wie die kombiniert haben. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Hier vorne dann eben so zum Zubinden. Ja, fand ich mega, mega schön. Dann machen wir weiter mit einem Pulli, den habe ich so gefeiert, als er angekommen ist. Und zwar habe ich mir einen bei ASOS gekauft, auch in diesem Schnitt. Und nach dem Waschen sieht er jetzt nicht mehr so besonders gut aus. Da war ich echt enttäuscht. Der war nämlich deutlich teurer. Und schaut mal, wie schön der aussieht. Der ist dann eben ideal zum Stillen. Aber wie gesagt, das ist keine Umstandsmode. Ich habe mir das halt einfach nur so überlegt, wenn ich einen Top drunter anziehe, dann kann ich den auch einfach wieder so zur Seite nehmen und das Baby dann eben stillen. Ich habe eine Kombi gesehen auf Instagram, wie Naked das Ganze kombiniert hat. Und zwar machen die sich die Seiten einfach so ein bisschen runter, einen trägerlosen BH, und dann hat man das Ganze so off-shoulder mit einer High-Waist-Hose. Also das sieht echt bombastisch aus, freue ich mich schon drauf, das auf jeden Fall in verschiedenen Varianten zu tragen. Und der ist auch total kuschelig weich, genauso wie dieser Pulli hier. Der ist auch wirklich super, super angenehm, ganz, ganz kuschelig weich. Und das ist eben ein Rollkragenpulli. Den kann man auch wirklich ganz, ganz vielseitig einsetzen. Da habe ich genommen Größe S wieder. Aber auch der ist wieder sehr, sehr groß. Den kann ich jetzt tragen und dann eben auch danach. Und ich dachte mir dann halt einfach auf eine Jeanshose oder dann auch wieder eine elegante Hose für die Feiertage, eine schöne Kette. Und ja, dann ist man schön warm vor allen Dingen angezogen. Bei dem Pulli hier muss ich sagen, der kratzt schon ein bisschen, aber das ist auch die totale Geschmackssache. Also einige hassen dieses Muster und manche finden es halt total gut. Ich finde, muss ich auch dazu fühlen. Ich könnte es jetzt auch nicht irgendwie so jeden Tag, ne? Ich brauche da so einen speziellen Tag, wo ich mir dann denke, ja, heute kann ich den tragen. Aber der ist halt leider vom Material her nicht ganz so weich. Da werde ich auf jeden Fall eine Bluse drunter tragen oder eben einfach nur einen Top. Und da habe ich genommen Größe S. Genau, ja.
und der fällt auch etwas weiter aus. Dann habe ich jetzt noch was Schönes, und zwar wollte ich euch das auch unbedingt zeigen, weil es ja jetzt auch so die Trendfarbe ist für den Herbst. Und auch dieses Oberteilchen hier ist wirklich ganz, ganz weich. Das ist von Shein. Es ist allerdings ein Cardigan. Wartet, ich muss das erstmal richten. So sieht das Ganze aus und er ist wirklich so, so weich. Wenn ihr hier einfach einen Top drunter anzieht, ne, ein schönes T-Shirt, dann seid ihr auch schön schick angezogen. Wie gesagt, die Farbe gefällt mir total gut. Hat hier auch Taschen. Ja, eben passend für den Herbst, ne? Dann für die Taschentücher wollte ich euch auch auf jeden Fall zeigen. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen. Die muss ich aber schnell erstmal da drüben holen. Moment. Ich sag's gleich dazu, es ist absolute Geschmackssache. Also einige werden jetzt sagen, oh mein Gott, Heidi, was hast du dir da für einen Scheiß bestellt? Aber ich finde die einfach beide genial, sind aber komplett gegensätzlich. Das war gerade kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wir starten mit den schicken Schuhen. Und zwar finde ich die so, so schön, wirklich. Also, alles finde ich daran schön und sehr, sehr speziell. Also, der Absatz ist schon mal richtig genial. Den sieht man jetzt nicht überall. Hier am Schaft, das ist auch richtig schön gemacht. Dann ist es glänzend, also das ist so Satin. Super angenehm zu tragen, also eigentlich denkt man, oh mein Gott, voll die hochhackigen Schuhe, wie kann man sowas tragen? Also ich habe die jetzt schon getragen und finde sie einfach mega. Und jetzt kommt das Allerbeste, die sind reduziert und kosten nicht mal, ich glaube, 36 Euro. Absolut bombastisch, wirklich für spezielle Anlässe. Das Wort habe ich gerade gesucht. Natürlich nicht für jeden Tag und natürlich auch nicht für den Spielplatz. Da braucht man ja aber auch nicht drüber zu reden. Sondern wenn man einfach mal was Besonderes vorhat, hat man einen schönen Schuh. Man kann das wirklich auch richtig genial kombinieren. Also das muss man sich aber trauen. Ich habe jetzt auch Bilder eben auf deren Internetseite gesehen mit langen Kleidern oder mit sportlichen Kleidern, mit sportlichen Outfits. Und diesen Schuh oder natürlich dann schick, also ein schickes Kleid oder eine schicke Hose, ne, mit Bügelfalte. Aber ich finde halt die Kombi auch echt genial mit dieser Hose, mit der roten Bluse und diesen Schuh. Nicht unbedingt reingesteckt, die Hose, oder vielleicht doch, das muss man dann halt einfach sehen. Man muss auch gucken, wie groß man ist, sonst staucht das Ganze natürlich auch. Aber ja, mir gefällt halt die Kombi richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Schuh. Ja, da denkt ihr jetzt, hä, wie jetzt, ne? Erst zeigt sie den schicken und dann zeigt sie den. Den finden vielleicht auch einige total hässlich, aber einige haben den auch auf Instagram total gefeiert. Und ich habe den gesehen auf der Internetseite und dachte mir, oh mein Gott. Ich habe ja meine Hunters, die sind eben auch so in Lack, kürzer und jetzt halt nicht zum Binden. Aber ich stehe halt voll auf sowas. Ne? Ich mag das super gerne, eine Jeanshose oder eben auch ein Kleidchen, ein Skaterkleidchen und solche Schuhe. Ich mag das halt. Aber das ist halt Geschmackssache. Ne? Ich meine, es ist klar, über Geschmack lässt sich auch nicht streiten. Hier hinten hat man dann einen Reißverschluss, also ich komme super gut rein. Ich wurde auch gefragt, welche Größe ich genommen habe. Ich habe regulär meine Größe genommen, die ich immer habe. Und die passen auch wirklich super gut. Die sind auch überhaupt nicht so teuer. Genau, verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne. Ich werde am Umsatz nicht beteiligt. Ich sage es lieber nochmal dazu. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass ihr auch bei Naked einen Rabattcode bekommt? 15%? Habe ich, glaube ich, vergessen, oder? Okay, wir schieben es einfach mal auf die Schwangerschaftsdemenz. Also bei Naked habt ihr 15% und bei Fashion 5 20%. Genau, okay. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox sowie die ganzen Produkte, sodass ihr quasi nicht so lange suchen müsst. Und ja, vielleicht war das ja eine kleine Inspiration für euch, für den Herbst, der ja wunderschön ist. Also die Sonne scheint sehr, sehr stark, was natürlich perfekt für mich ist. Ich beschwere mich überhaupt nie über Sonnenschein. Ich liebe es als Italienerin, aber abends wird es schon auch frisch und deshalb, ja, bin ich dann eben auch froh, dass ich Pullis habe, beziehungsweise den Mantel habe ich dann auch immer dabei im Auto, sodass ich nicht friere und das Baby auch nicht.
Also gut, meine Lieben. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, als kleine Inspiration, hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, und jetzt kommt alles in die Waschküche. Yay, ich freue mich. Aber erstmal vom Sitz runterkommen.